seinem Leib und in einem Geist. Da wandelt sich jemand von Saulus zum Paulus. Das ist für uns eine klassische Umschreibung, wenn ein Mensch sich völlig verändert. Heute tritt zum ersten Mal Paulus auf. Bisher haben wir ihn immer unter dem Namen Saulus erlebt. Ein jüdischer Pharisäer, ein Gelehrter, der das Christentum verfolgt, vor Damaskus bekehrt er sich. Aber er trägt weiter den jüdischen Namen Saulus. Heute hören wir zum ersten Mal, dass die Apostelgeschichte ihn Paulus nennt, beim griechischen Namen. Jetzt, wo er außerhalb des jüdischen Traditionskreises das Evangelium verkündet. Bei Gott macht sich er einen Namen, der bereit ist, Zeugnis zu geben. Nicht die Bekehrung vom Verfolger hin zum Verteidiger, sondern die Bereitschaft, aus dem Schatten zu treten und öffentlich Zeugnis und Bekenntnis abzulegen, macht den Saulus zum Paulus. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Herr, aber erbarme mit uns, vergib Sünde und Schuld und führ uns in deine Ewigkeit. Amen. So lassen uns beten. Gott und Vater, du erneuerst den Menschen und schenkst ihm eine viel größere Würde, als er sie im Anfang besaß. Blicke auf das Werk deiner Liebe, segne alle, die im Sakrament der Taufe das neue Leben empfangen haben und erhalte sie in deiner Gnade. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Von Paphos fuhr Paulus mit seinen Begleitern ab und kam nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Sie selbst wanderten von Perge weiter und kamen nach Antiochia und Pisidien. Dort gingen sie am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. Nach der Lesung aus dem Gesetz den Propheten schickten sie Synagogenvorsteher zu ihnen und ließen ihnen sagen: Brüder, wenn ihr ein Wort des Trostes für das Volk habt, so redet. Da stand Paulus auf, gab mit der Hand ein Zeichen und sagte: Ihr Israeliten und ihr Gottesfürchtigen, hört. Der Gott dieses Volkes Israel hat unsere Väter erwählt und das Volk in der Fremde erhöht, in Ägypten. Er hat sie mit hoch erhobenen Armen von dort herausgeführt und fast 40 Jahre durch die Wüste getragen. Sieben Völker hat er im Land Kanaan vernichtet und ihr Land ihnen zum Besitz gegeben, für etwa 450 Jahre. Danach gingen ihnen Richter gegeben bis zum Propheten Samuel. Dann verlangten sie einen König, Gott gab ihnen Saul, den König des Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, für 40 Jahre. Nachdem er ihn verworfen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte: Ich habe David, den Sohn des Isai, als einen Mann nach meinem Herzen gefunden, der alles, was ich will, vollbringen wird. Aus seinem Geschlecht hat Gott dem Volk Israel, der Verheißung gemäß, Jesus als Retter geschickt. Vor dessen Auftreten hat Johannes dem ganzen Volk Israel Umkehr und Taufe verkündet. Als Johannes aber seinen Lauf vollendet hatte, sagte er: Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet,
Amen, Amen, ich sage euch, der Sklave ist nicht größer als sein Herr, und der Abgesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Selig seid ihr, wenn das wisst und danach handelt. Ich sage das nicht von euch allen. Ich weiß wohl, welche ich erwählt habe, aber das Schriftwort muss ich erfüllen. Einer, der mein Brot aß, hat mich hintergangen. Ich sage es euch schon jetzt, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, ich bin es. Amen, Amen, ich sage euch, wer einen aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Frohe Botschaft unseres Herrn und Bruders Jesus Christus. Lob sei dir. Genau dann wird der Schüler der Jünger sein wie der Meister, wie es heute in der Evangelium heißt. Nicht aus einem sklavischen Denken, weil Gesetze und Verbote es vorschreiben, sondern aus Liebe zu Gott und den Menschen sich in Dienst nehmen lassen. Das ist die wahre Freiheit der Kinder Gottes. Jesus Christus ist unser guter Hirte, der sein Leben für uns hingegeben hat. Er hat seine Jünger die Füße gewaschen und uns allen ein Beispiel gegeben. Voll Vertrauen lasst uns zu ihm beten. Für die Kirche in unserem Land und gute Bischöfe, Priester und Diakone und gute Ordensleute, Seelsorgerinnen und Seelsorger. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für unsere Gemeinde und Familien, um ein gutes Klima in den geistlichen Berufen entstehen können. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Benachteiligten und Notleidenden in unserer Gesellschaft, um Menschen, die ihnen beistehen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.
für die Menschen und Völker, die unter Streit, Zwietracht, Hass oder Krieg leiden, um Versöhnung, Frieden und Gerechtigkeit. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Regierenden, die Politiker und Mächtigen in Wirtschaft und Gesellschaft, um gute Ratgeber. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Ewiger Gott, dein Sohn Jesus Christus ist unser guter Hirte, auf dessen Stimme wir hören und dem wir vertrauen. Durch ihn danken wir dir jetzt und in Ewigkeit. Amen. Nehmt und trinkt alle daraus.
das ist der Kelch des neuen und ewigen. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Dein Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in der Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. Bringe dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib. Und lass uns eins werden mit dem Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint für unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Franz, mit allen Bischöfen, Priestern, Diakonen, Ordensleuten, unseren Familien, deinen Ganzen. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, bewahre uns alle, damit auch uns das ewige Leben zuteil wird. In Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen mit der Person Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist ihr Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Voll Vertrauen, dass uns beten, wie der Herr uns zu beten gilt. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, bitten dich, schau nicht auf unsere Sünde, sieh auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr deinen Frieden. Und der Friede des Herrn, dass er alle Zeit mit und mit deinem Geist. Lamm Gottes, du nimmst die Welt, die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Lamm Gottes, du nimmst die Welt, die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Lamm Gottes, du nimmst der Welt. Gib uns deinen Frieden. Seht, Christus, er ist das Lamm Gottes, er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst in mein Heiland, aber sprich nur ein Wort, so wird deine Seele gesund. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Halleluja. Thank you.
neu geschaffen für das ewige Leben. Erfülle uns mit der Kraft dieser heilbringenden Speise, damit das österliche Geheimnis in uns reiche Frucht bringt. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Morgen erinnern wir uns an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren, um 18 Uhr hier in der Kirche des Friedensgebiet. Allen und im Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Zu segnen und behüte euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geh die